Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Resident Evil 4, das HD Remaster für PC. Ich habe das damals schon gespielt, also könnt ihr es als Replay betrachten. Wir starten ein neues Spiel auf Profi. Resident Evil 4. Und eigentlich sollten wir ein Spezialkostüm wählen können. Oh, da kommt's. Wählen Sie ein Outfit. Wir nehmen natürlich Spezial. Viel Spaß mit dem Intro. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right?
That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Bam! Ich freue mich schon, Leute. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie funktioniert das hier. So, schießt man zum Beispiel Krähen tot. So lädt man nach. Alles klar. Das ist mein Inventar. Ja, ich weiß, was ihr denkt. Es ist HD Remaster, aber irgendwie ist es doch nicht so ganz HD. Obala. Huch, jetzt habe ich einen Schuss verschwendet. Naja, hier gibt es ein paar Pesetas. Damit kann man nämlich später einkaufen. Wer es noch nicht kennt, der wird schon bald wissen, was ich meine mit dem Einkaufen. Das ist ziemlich cool gemacht. Naja, was soll ich sagen? Ich hatte es eigentlich erstmal nicht vor, das Ding zu replayen, aber die Kommentare unter dem Resident Evil Zero HD Remaster, Hank, die haben mich schon ein bisschen, umgestimmt, weil viele wollen gerne Resident Evil 4 nochmal sehen. Ich habe es ja schon mal let's played, ist jetzt ein bisschen her, aber man kommt auch ganz gut wieder rein, finde ich. Das hier ist wieder ein bisschen anders, jetzt im Gegensatz zu Zero, wo man freie Bewegung hatte. Hier ist es halt wieder statisch hinter Leon, die Kamera. Aber nicht schlimm. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Oha, ich bin eigentlich der Meinung, ich habe die Untertitel eingestellt. Verzieh dich. Mit dem Messer ein bisschen schlitzen, du. Wow, da kommen sie. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Allí está! Allí está! Und da liegen wir ein paar Pesetas rum. Guck mal, hier alles verschimmelt. Anscheinend haben sie viele Menschen getötet. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Ja, das Spezialkostüm habe ich auch aus einem bestimmten Grund gewählt. Normalerweise hat Leon eine Lederjacke und Jeans an, glaube ich. Ja, hier hat er halt seine alte Raccoon Police Department Uniform. Ja, Leon ist halt die harte Sau hier. Der ist fast so krass wie Jill in Resident Evil Nemesis. Ich fände ihn sogar noch ein bisschen krasser eigentlich. Bam! Kick in die Phrasen! Oh, warte mal, ich mach das anders. Die kommen nämlich schon wieder. Na, ihr Sackgesichter. Wow. Au, Kacke. Bam. Oh, der ist tot. In den Arsch. Ja, Profi, da ist nicht zu scherzen mit den Gegnern. Die sind ganz schön heftig, ne? Jawohl, was habe ich denn jetzt? 26, ein Halsspray habe ich auch. Ja, die Lebensenergie ist hier sichtbar im Gegensatz zu den anderen Teilen. Also klar, in den anderen Teilen ist sie auch sichtbar. Aber man hat halt eben diesen Pulsschlag. Und hier ist das alles... Ja, ich nehme es einfach mal mit. Hier ist das alles eben gut sichtbar im HUD auf dem Bildschirm. Was ich übrigens ein ziemlich cooles Feature finde. Dass man hier so ein HUD hat, einfach. HUD. Bei den anderen Teilen war das ja noch ein bisschen unpraktischer gelöst. Man musste immer ins Menü gehen. Also ich meine jetzt die klassischen Teile natürlich. Die neueren, die sind auch wieder anders. Guck mal. Bärenfallen haben sie überall aufgestellt, die Säcke. Oh, guck mal, ein Wölfchen. Dem helfen wir mal. Dieses Spiel gilt eigentlich weithin... Als bester Resident Evil Teil. Die Meinung kann ich auch teilen, nur es ist eben so,
dass es so ein, zwei Elemente hat, die mir ganz schön auf den Sack gehen. Einerseits ist es Ashley. Ohne jetzt zu spoilern, ja, die Präsidententochter, die Leon sucht, die werden wir später vielleicht noch finden. Dann kommt mal diese Sprengfallen, die löse ich jetzt mal nicht aus. Ja, ja. Und die muss man eben unter anderem beschützen. Diese Escort-Missionen sind das, was viele, viele nervt. Mich eingeschlossen. Und zum anderen Quicktime-Events. Das Spiel hat Quicktime-Events eingeführt in die Resident Evil-Spiele. Auch nicht gerade geil, ehrlich gesagt. Weil später werden die ein bisschen unfair. Bisschen unfair schnell von der Reaktion muss man da... Also ich glaube gerade... Ich rede jetzt von einem ganz speziellen Quicktime-Event. Das ist richtig beschissen. Und da werde ich wahrscheinlich auch ein paar Mal sterben, das weiß ich. Na, die stehen da doof rum. Okay, ich hole mir erstmal die Kisten. Ein grünes Kraut. Oh, guck mal, schön. Die mögen hier Frauen, glaube ich. Oh, jetzt da! Bam. Oha. Ja, ich spiele das Ganze mit dem Gamepad. Deswegen verzeiht meine schlechten Zielkünste manchmal. Aber ich denke, ich komme ganz gut rein. Nee, wie gesagt, gibt es irgendwelche HD-Mods vielleicht noch? Es ist ja auf Steam. Vielleicht im Workshop irgendwas. Ich werde mal gucken, aber ihr könnt mir auch gerne was in den Kommentaren empfehlen. Vielleicht gibt es ja sowas wie eine HD-Aufhübsch-Mod, sowas wie ENB, SweetFX und so weiter. Agarrelo! In deine Fresse. Oh, die gehen ziemlich schnell fett. Die Jungs. Das ist eine Holzkiste, sie kann zerstört werden. Ach. Mach Sachen. Also wenn es manchmal ein bisschen aussieht, als will ich durchrushen. Ja, das ist nicht meine Absicht. Ich will einfach nur zügig weiterkommen, denn das Spiel geht eine ganze Weile. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Oh, Immersionskiller. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Spielerhandbuch. Puta madre. Oha, der Polizist. Ja, diese Schweine, die haben den einfach gekillt und auf den Haken gespießt. Ich gehe mal hier lang, da werden sie mich nicht gleich entdecken. Hey, noch ein grünes Kraut. Mierda! Die sind nur am Fluchen, die Leute hier, ne? Hey Lady, können Sie mir sagen, wo ich... Oh Gott! Oh, Kopf abgeschossen. Wow. Alles klar. Es wird jetzt hier ein bisschen heftig vielleicht. Oh Gott. Ich hau mal ganz kurz ab hier. Oh Mann. Ich hole mir mal da drüben was Schönes. Weil das wird jetzt ziemlich krass hier. Wop. Ich habe das ganze Dorf jetzt nämlich aufgescheucht. Und die hören nicht auf, bis ich tot bin. Oh, hier steht noch ein rotes Kraut. Und ein gelbes Kraut. Das können wir jetzt schön kombinieren. Und gleich konsumieren. So, die werden wir jetzt alle mal... Ich muss Ordnung halten, Leute. Wenn ich hier nicht akribisch Ordnung halte, dann drehe ich durch. So. Das gelbe Kraut erhöht übrigens unsere maximale Lebensenergie. Wow! Da kommt ja schon das ganze Dorf angewetzt. Na? Wow, ihr seid solche Penner. Oh nein, da kommen auch noch mehr. Hallo? Wow! Bleib mal weg mit deiner Mistgabel, du. What are you?
es que se escape. Vayan por detrás. Who are these people? Bloqueen el paso. What are they planning? Chainsaw. Oh wow. Te voy a matar. Son of a. Ja, son of a. Ja, komm, schieben wir das erstmal zu hier, das Fenster. Boah, ist hier noch ein bisschen Money. Alles klar, komm. Da oben sind wir wenigstens einigermaßen sicher, weil die können ja dann nur von unten kommen. Oh, guck mal. Und die Leiter stoßen wir erstmal um hier. Wahaha. Oh, da kommt der Kettensägen-Arsch. Ja, das Bett ist total verdreckt, das ist mir egal. Ich will die Gewehr. Munition. Oh, guck mal, die haben die Leiter wieder aufgestellt, die Schweine. Haut mal ab hier. Ich mag das nicht. Okay. Oh. Wow, da kommen sie schon. Oh Gott. Oh, tschüss. Wie wart ihr so schnell hier oben, ihr Schweinebacken? Ach ja, ich sehe schon. Ihr seid da drüben. Oh Gott, da ist auch noch der Leiter. Hilfe! Hilfe! Ich werde verfolgt! Oh nein! Nein, nein, nein! Oh, Kopf ab! Der musste. Wow. Nein. Hier kommt ihr nicht rauf. Es ist die VIP-Zone. Die VIP-Zone. Ein Spinell. So, ich habe eine Schrotflinte. Guck mal. Okay, wie gesagt, erstmal alles akribisch ordnen. So. Oha. Der kann mich übrigens mit einem Treffer töten, der Geselle. Hoppala. Na kommt, wo bleibt ihr? Hab was für euch, Kinder. Oh je, da steht er wieder auf, ne? Hey du Arsch. Warum equip ich dir immer doppelt, du? Da kommen noch mehr. Wow, da kommen noch mehr. Immer mehr und immer mehr. Tschüss. So, ich hoffe, das war's. Ja. Er hat ein bisschen Geld dabei. Oh, da kommen schon wieder welche. Der Kettensägen-Arsch ist der Schlimmste. Habe ich da noch einen? Nö. Ich wollte gerade sagen. Check, check. So, kommt ihr mal bei jetzt? Hallo. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Wisst ihr, darum liebe ich Leon. Er hat immer einen coolen Spruch drauf. Nicht so wie Ada in Teil 6, das war peinlich. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Got it. Alles klar, komm, wir erkunden aber erst noch ein bisschen die Gegend. Gibt's hier nicht noch was? Ich meine, hier jetzt noch ein paar Items. Gehen wir mal gucken. Bam. Guck mal hier zum Beispiel.
Ich frag mich, warum er das immer alles prüfen kann. Das macht doch keinen Sinn. Dann sagt es auch nur, das ist eine Kiste. Oh, guck mal da. Ein Schatz. Es lohnt sich wirklich, wenn man gründlich ist, weil später bekommt man gar nicht mehr so viel Geld zusammen, wie man gerne hätte für Items. Und es ist wichtig, seine Waffen aufzurüsten. Ja, das geht übrigens. Man kann hier seine Waffen upgraden. Zwar nur bedingt. Also das werden jetzt keine Superknarren. Und ich werde auch wieder mein Schema beibehalten. Das habe ich ja auch damals gemacht. Ich habe die Waffen meiner Wahl eigentlich nur mitgenommen und die upgegradet. Ja, auch wie gesagt, hier werde ich das weiter so beibehalten. Also tut mir leid, wenn ihr sagt, spiel doch mal mit einer anderen Knarre. Nein, denn auf Profi ist es essentiell, dass man wirklich nur das verbessert, was man auch wirklich nutzt. Ansonsten hat man da später ganz schön Probleme, denn das heißt nicht umsonst Profi. Kriegt nämlich ganz schön den Arsch versohlt sonst. Oh, Blendgranaten sind auch richtig geil. Warum, erkläre ich später. Ich meine, selbstredend, ne? Eine Blendgranate. Aber die haben noch einen anderen Sinn. So, Hühnchen. Hühner können auch gerne mal Eier droppen. Ja, droppen. Ey, dropp mal ein Eihuhn. Das ist dann der Loot. So, komm, hier ist auch noch was. Alles klar, nehmen wir mit. So, und hier geht's raus. Hannigan hat uns ja hier hingeschickt. Ingrid heißt sie, ne? Die Ingrid. Und absuchen lohnt, denn später werden auch mal... Ja, wir müssen übrigens Backtracking machen. Später werden auch mal die ganzen Stellen, wo es Items gibt, wieder aufgefüllt. So. Guten Tag. Da ist die neue Ebene. Und hier werden wir erstmal speichern gehen, denn ich möchte den Part beenden, liebe Leute. Guck mal, da ist schon einer am Mistchippen. Okay, ja, man kann immer an Schreibmaschinen speichern oder... Was ist das denn? Das war, glaube ich... Erste Runde. Na komm, wir beschreiben mal. Das sieht nicht so schön aus, die Schrift, oder? Das sieht alles ein bisschen verwaschen aus, wie Pastell oder... Weiß ja nicht. So etwas Comic-mäßig wie bei Borderlands. Mir fällt kein besseres Beispiel ein. Oder eben Telltale-Spiele. Naja, vielleicht gibt es da noch eine Grafikmod. Schreibt mir es mal. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zu Resident Evil 4, dem HD Remaster. Bis dann.